Einen wunderschönen Tag. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Markus Feld und heute zeige ich euch mal, wofür wir diese Abschatter, die wir in diesem Video gebaut haben, genau brauchen. So, und zwar habe ich nämlich für heute einen Beauty-Shoot mit der wunderhübschen May. Manche von euch kennen vielleicht schon die Bilder mit ihr. Das sind die, die wir in die Vogue Italia geschafft haben, wo wir mega stolz alle drauf sind. Deswegen haben wir uns gesagt, naja, was einmal gut wird, wird auch zweimal gut. Also machen wir das Gleiche gleich nochmal. Jetzt lachen die schon. Ja, da haben wir den Leo und die May. Die wird gerade fix und fertig gemacht. Und das ist dann halt auch nochmal so eine Geschichte zum Thema Vorbereitung. Hier, da hatte ich ja auch schon mal ein Video, ne? Ihr wisst ja, da oben draufklicken. Wichtig, wenn bei einem Beauty-Shoot was ordentlich werden soll, ist mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, man sucht sich ein ordentliches Model, schreibt das an, zeigt der anhand eines Moodboards, was wir jetzt ehrlich gesagt bei May nicht gemacht haben. Wir haben nur gesagt, wir haben geile Scheiße vor, kommt vorbei. Und sie, geil, machen wir. Aber ihr wisst ja, ne, Moodboard ganz, ganz wichtig. Das durfte diesmal der Leo nämlich machen, weil er nämlich ja, mit einer Idee an mich herangetreten ist. Habe ich gesagt, Moodboard. Hat er mir zugeschickt, fand ich gut, haben wir gemacht. Wir bereiten May jetzt noch ein bisschen vor und dann zeige ich euch gleich an ein paar hilfreichen Tipps beziehungsweise an 2, 3, 4 Bildern, was denn den Unterschied ausmacht mit diesen wunderschönen Abschattern beziehungsweise Aufhellern. Und am Ende des Videos kommt dann auch noch hier so, da hinten steht sie, die GoPro. Ich mache gerade noch eine schöne Zeitrafferaufnahme von der ganzen Geschichte heute. Also seid gespannt und wir sehen uns später nochmal. So, wir sind jetzt fertig. Leo hat die wunderschöne May fertig geschminkt und styliert und hast nicht gesehen. Ich habe hier meine Abschatter aufgebaut. Jetzt zeige ich euch den Unterschied. Wir fotografieren jetzt einmal mit Schwarz. Ich mache das mal eben ganz schnell. Wir haben es natürlich schon einmal ausprobiert, aber ich möchte es ja auch fürs Video einmal machen. So, May, einmal schön, genau. Machen wir eins zur Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So, jetzt drehen wir mal ganz schnell die Abschatter und so werden sie dann automatisch zum Aufheller. Zack, jetzt hält das Ganze auf. Nochmal ganz gerade zu mir kommen, genau. Perfekt. Und dann kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Lichtaufbau noch ganz kurz. Ich habe hier einen großen Beauty-Dish, unten zum Aufhellen auch nochmal eine Styroporplatte und halt die beiden Abschatter bzw. Aufheller. Und jetzt gucken wir uns das Bild mal kurz so an. Ich werde das wahrscheinlich dann auch vom Rechner aus nochmal. Das ist jetzt aufgehellt. Ihr seht die Konturen vom Gesicht sehr schön weich. Und das ist jetzt abgedunkelt. Da sind die Konturen gleich ein bisschen härter. So könnt ihr das einmal direkt vergleichen. Das bewirkt halt einen Abschatter bzw. Aufheller. Und ich muss sagen, ein Abschatter ist halt in dem Fall gerade fürs Model immer die bessere Option, weil es die Gesichtskontur abdunkelt und das ganze Model automatisch viel schlanker aussieht. So doof sich's anhört, die Frau ist mega schlank, aber auf dem Bild wirkt es nochmal anders. Wie gesagt, hiernach geht es jetzt gleich dann weiter mit unserem Zeitrafferaufnahme. Da könnt ihr noch mal ein bisschen reinschauen, weil das war es jetzt für mich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ne, unten drin. Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es nicht gefallen hat. Schreibt mir aber auch gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat bzw. was euch nicht gefallen hat. Lasst mir wie immer ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.